seid heute in meiner kleinen Häkelwerkstatt. Ich habe kleine Sorgenengel, Kummerle, Trösterle und Schutzengel für euch ganz einfach mal umgesetzt. Meine Idee, Entwurf und Fertigung für euch, für dich. Zum Auslegen, zum Trösten, zum Verschenken, zum Weitergeben. Das ist so mein Wunsch. Und auch erklären, warum und wieso. Und als Handpuppen sind die auch noch ganz toll. Zum Spielen für die Kleinen oder einfach zum Trösten, weil man damit auch den anderen mal über den Arm streichen kann und sagen, wird schon alles werden. Die werden ganz einfach gemacht, geht wirklich simpel, gibt eine Häkelschrift und natürlich genau erklärt, wie es geht. Mit Haaren, ohne Haare. Also mal losgelegt. Und wenn du noch mehr von mir wissen willst, was ich sonst so mache, geh doch einfach auf meine Startseite kreativ-reich-die-Giga-Plauderei. Ist oben eine kleine Leiste und da steht Playlist. Und wenn man die anklickt, dann kommt sozusagen meine Bibliothek. Das sind alle Ordner, die ich so gemacht habe, in Ordner sortiert. Häkeln, stricken, basteln, basteln für und mit Kindern. Ganz wichtig, dass die auch kreativ sein können. Und es muss nie viel kosten. Wirklich, das meiste ist Upcycling. Und da kann man ganz tolle Sachen machen für jeden Monat des Jahres, was Besonderes. Und es kostet gut wie gar nichts, manchmal gar nichts. Lass dich mal überraschen. Für draußen, für drinnen, Balkonterrasse, Rezepte nähen, Edelrostsachen aus Upcycling-Materialien. Vieles, vieles für Kinder, auch zum Verkleiden. Mittelalter, Kleidung und Deko und Natursachen. Also einfach mal reinschauen, sich inspirieren lassen. Mich würde es freuen. So, und jetzt kommen wir zu den Schutzengeln. Es gibt einen ganzen Ordner auch alleine nur mit Engeln, Glücksbringern. Vielleicht ist das ja was für dich, für euch. Und dann legen wir jetzt mal los mit den kleinen Sorgenpüppchen, Engel, Handpüppchen. Los geht's. Ich habe mir was Neues überlegt, und zwar ein Kummerchen. Oder ein Schutzengel, ein Trösterchen. In Form eines Engels, ganz einfach zu häkeln. Der Grundkörper wird in einem gehäkelt und dann gibt es ganz einfache Flügel. Die sehen vielleicht kompliziert aus, die sind aber total einfach. Meine Idee, Fertigung und Entwurf für euch, für dich. Was brauchst du dazu? Gar nicht viel. Einfach Restwolle in deiner Lieblingsfarbe. Ich habe einen riesen Knäuel gehabt, Multifarben. Das sind ganz viele verschiedene Farben gewesen und das habe ich mir jetzt erstmal aufgewickelt auf verschiedene Knäuels. Holzperlen. Gesichter kann man selber machen, malen, zeige ich dann auch noch wie. Die passende Häkelnadel. Du kannst deine Wolle in deiner Stärke machen, wie du möchtest. Ich empfehle einfach so eine für eine Häkelnadel 4-4. 4,5. Dann noch eine weiße Restwolle für die Flügel und eine dünne Häkelnadel oder eine Nähnadel, um dann die Wolle mal durch die Kugel zu ziehen. Das ist so alles, was wir brauchen. Noch eine Nähnadel zum Vernähen und dann nachher kleben wir es noch ein bisschen ordentlich, aber das ist das Wenigste. Wir fangen dann an mit dem Häkeln. Meine Häkelschrift entwickelt von mir, gibt es natürlich wieder dazu, ein Foto und natürlich auch Schritt für Schritt erklärt. So, wir nehmen als erstes Knäuelwolle und häkeln uns jetzt 25 Luftmaschen, die wir zu einem Ring schließen. Es gibt auch eine ganz tolle, einfache Häkelschule von mir. Da wird alles von A bis Z ganz easy, einfach erklärt. So kann man auch wirklich einfach häkeln lernen. Das zum Beispiel ist auch gehäkelt, das Armband, und dann mit Perlen verziert. Oder die kann man auch gleich einfädeln und mit häkeln. Wie gesagt, 25 Luftmaschen und eine Häkelschule gibt es auch. Schön gucken, dass sie nicht verdreht sind. In die erste steche ich ein,
und häkel die zusammen mit einer Öse. Dann drehe ich das Ganze, ich will lieber außen häkeln. Und jetzt mache ich darüber eine Reihe feste Maschen. Du kannst das Ganze auch in festen Maschen häkeln, wird es halt kleiner. Aber eine Reihe feste Maschen. Darüber und dann kommen wir ins Muster. So, ich habe jetzt 25 feste Maschen da drauf gemacht und dann ziehen wir das Ganze zusammen mit einer Öse. So, jetzt zwei Luftmaschen, 1, 2 und jetzt kommen immer abwechselnd 5 Stäbchen, 1, 2, 3, 4, 5. Die 6. und 7. Masche wird dann immer zusammen gehäkelt. Es gibt 2 Arten, die zusammen zu häkeln. Du machst erst den Aufschlag fürs Stäbchen, dann ziehst du dir in der 6. Masche eine Schlaufe aus und in der 7. auch. So, jetzt hast du 4 Stück. Jetzt ziehst du den Faden durch 3 und durch die letzten 2 auch. Und dann hast du es abgenommen. So, dann machst du wieder 5 Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5. Zweite Art abzunehmen. Du kannst es machen wirklich, wie du möchtest. So, du nimmst erst den Aufschlag, dann gehst du durch die 6. Masche heraus und durch die 7. wieder rein. Ich zeig's nochmal. Also du gehst durch die 6. nach hinten und durch die 7. wieder nach vorne. Und jetzt machst du dein Stäbchen so. Also das musst du überlegen, wie du es lieber hättest. So, dann kommen wieder 5 Stäbchen. Und so geht das reihum. 2, 3, 4, 5. Und du musst dann immer zählen, weil bei den Stäbchen können wir nicht immer reihum häkeln, endlos, weil wir haben ja hier den großen Übergang. Da müssen wir dann mit einer Öse wieder schließen, 2 Luftmaschen und dann wieder anfangen zu zählen. Aber wenn du, hier hatte ich 5, ich zeige es noch gerade mal, dann 6 und 7 wird abgenommen. Und dann bin ich hier wieder beim ersten Stäbchen. 5 Stück brauchen wir. 1, 2, 2, ne? Behalten wir uns mal. Noch 1 und 3. Dann müssen wir natürlich wieder die Reihe schließen, sonst kommen wir ja nicht auf Höhe. Dann machen wir 2 Luftmaschen. Wir hatten schon mal 3 Stäbchen. So, dann machen wir hier nochmal 4 und 5. 6 und 7 werden wieder zusammengehäkelt. Und so gehen wir allzu höher. Am Anfang von der Reihe 2 Luftmaschen und dann immer 5 Stäbchen, 6 und 7 zusammen. Und das einfach so lange, bis oben am Hals noch so 5, 6 Stäbchen sind. Guck mal, wie du auskommst, weil wenn du wirklich mal eins vergisst oder eins zu viel machst, das spielt keine Rolle. Das ist nicht so wichtig, aber oben am Hals muss man da so 5, 6 Stäbchen noch haben. Nach einer Reihe und dann kommen wir den Kopf drauf machen. Und jetzt wird erst der Körper gehäkelt. So, der Körper ist jetzt fertig. Dann ziehe ich mir eine lange Schlaufe. Hab die Holzperle. Und gehe dann mit einer Häkelnadel oder einer Nähnadel durch und ziehe mir das durch die Schlaufe. Geht auch durch Fädeln, dauert manchmal ein bisschen länger, aber so geht es am einfachsten. So, dann nehme ich wieder meine ursprüngliche Häkelnadel und ziehe mir das ziemlich fest. Und jetzt gehe ich in den Körper hinein und hole mir eine Schlaufe und häkel es fest. So, und das ganz gleich mache ich nochmal. Und nochmal, dass es wirklich gut sitzt.
So, und jetzt mache ich hier hinein 7 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und die schließe ich dann mit einer Öse zu so einem kleinen Ring wieder. Ist einfach, sieht jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert aus. Jetzt mache ich einen Fachwechsel. Das kannst du machen, musst du aber nicht. Dass es dann richtig auffällt. Na. Mach 2 Luftmaschen, 1, 2. Und mache in jede der 7 festen Maschen jetzt Stäbchen. Und zwar 3 Stäbchen in jede. Da habe ich dann 21. In jede der 7 festen Maschen jetzt 3 Stäbchen. So habe ich dann einmal rundherum gehäkelt. Jetzt bin ich vorne bei den Luftmaschen und schließe ich die Reihe mit einer Öse. Einfach eine Schlaufe durchziehen und durch die hintere Schlaufe auch ziehen. So. Und jetzt kann man noch einen kleinen Zierrand machen. Und zwar 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Das gleiche ist jetzt beim Flügel dann auch. Eine freilassen, in die nächste eine feste Masche. 3 Luftmaschen, 1, 2, 3, in die nächste, also eine freilassen, dann eine feste Masche. 1, 2, 3, eine frei, eine feste. Rundherum, Faden abschneiden, durch die letzte Öse ziehen, festnähen, vernähen und dann ist erstmal der Körper fertig. Meine Flügel. Die gehen ganz einfach und simpel. Ich wechsle jetzt die Farbe. So, dann mache ich 6 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das schließe ich mit einer Öse zum Ring. Und in diese 6 Luftmaschen mache ich jetzt 12 Stäbchen. 1, 2, also 12 Stück in diese Öse rein. Du kannst aber auch in jede feste Masche einstechen und in jede 2 Stäbchen machen. Zwölf Stäbchen habe ich gemacht. Wieder schließe ich in der Luftmasche mit einer Öse. Jetzt mache ich 3 Stäbchen. 1, 2, 3 und mache jetzt in jede feste Masche wieder 2 Stäbchen. 1, 2. Aber nur die Hälfte der Maschen. Die Hälfte der Reihe, damit die Flügel entstehen. Ne? Nur auf die Hälfte. Also ich habe schon mehrere Engel gehäkelt. Flügel groß und klein, Wandelpuppen. Da kannst du vielleicht mal in meinen Playlists gucken, da findet man das am einfachsten. Da gibt es einen ganzen Ordner nur mit Engel, Schutzengel, Glücksbringer auch. Und nähen und stricken und.
Ich wollte jetzt mal keinen Absatz machen. Jetzt bin ich auf der Hälfte. Mal gucken. Ja. Eins mache ich vielleicht noch. Mal gucken. Ja. Dann drehe ich das Ganze. Oder mache erst die drei Luftmaschen, egal. Drei Luftmaschen. Und jetzt wieder in jede Masche zwei Stäbchen. So kann man dann endlos groß die Flügel machen, wenn die größer werden sollen. Aber hier passt es so ideal. Und dann gibt es noch eine letzte Reihe und das ist dann drei Luftmaschen, eine frei, eine feste Masche. Drei Luftmaschen, eine frei, eine feste Masche. Das gibt es so einen kleinen Zierrand, den kannst du machen, musst du. Und dann wird es zusammengenäht, die Fäden werden vernäht, das Köpfchen wird noch ein bisschen ausgerichtet und wenn man mag, noch ein Gesicht drauf gemalt. Das geht dann ganz, ganz schnell. Letzte Reihe umdrehen. Wie gesagt, 1, 2, 3 Luftmaschen, eine frei und eine feste. 3 Luftmaschen, 1, 2, 3, eine frei, eine feste. Und dann gibt es so einen kleinen süßen Rand. Und dann ist es auch schon fertig. So, das muss jetzt noch ein bisschen ausgerichtet werden, viel mehr, also die Fäden vernähen ist klar. Und dann klebe ich das immer an den Hinterkopf ein bisschen fest. Ja, einfach hier, da wo die ganzen Fäden sind, ein bisschen Kleber und festgeklebt und fest. Dann vernäht die Fäden, die noch da sind. Und dann kommen von hinten her die Flügel drauf. Die werden dann angenäht, Hand rein, Finger rein, nicht zunähen innen drin in den Körper, sondern wirklich das nur noch aufbringen. Und wenn dir es besser gefällt, kannst du auch erst die Flügel festnähen, unten drunter und dann oben drauf. Also das überleg dir mal, wie dir es am besten gefällt. Man kann es auch ineinander nähen, dann braucht man auch nicht viel kleben. Also einfach mal ausprobieren, wie dir es am besten gefällt. Denn machen wir noch das Gesichtchen drauf, wenn du es möchtest und möchtest uns schon, es ist fertig. So, und wenn sie dann fertig sind, kann man noch ein Gesichtchen gestalten. Manche mögen es mit, manche ohne. Ich nehme ganz gern braun statt schwarz fürs Gesicht. Dann vorsichtig auch mal vormalen, wenn es jetzt geübt ist, kleine Gesichter drauf. Äugelchen. Ja, das Holz, das verläuft immer so ein bisschen, ne? Wenn es nett lackiert ist. Ein Mündchen. So, und dann kann man ganz toll nochmal seine Schminke dabei holen und kann so ein bisschen Wangen machen. In einem Kupferton, Braunton. Und dem Ganzen so noch ein bisschen in Leben einhauen, einhauchen. Wenn man will, noch ein Näschen oder man lässt es so. Wenn man mag, kann man auch Haare dran machen. Das wird ganz einfach. Du nimmst dir eine Nadel, doppelten Faden, doppelten Knoten hinten
Und dann von hinten durch das Loch im Kopf einstechen und einfach nach oben. So. Aufschneiden. Und dann kommt das drauf an, wie lang die Haare sein sollen. Am einfachsten geht es eigentlich so. Du wickelst so oft wie du möchtest deine passende Wolle um die Hand. Ich mache so 9 bis 10 Mal. Und dann kann man Offenhaare machen. Bürzel. Man kann sie noch flechten, auch noch länger machen. Und dann wird es einfach oben drauf gelegt. In der Mitte. Verknotet. Und dann kann man die Frisur dann gestalten. Schön festknoten. Doppel-, dreifach Knoten oben drauf. So, das ist die Grund. Und dann kann man es so lassen, wie so ein Börze hier oben. Man kann sie auch schneiden, wie hier. Man kann ein paar nach vorne tun für einen Pony, der ganz kurz ist. Und man kann sie auch noch flechten. Und dann guckt man mal, wie es einem am besten gefällt. Ne? Den Heidengeschein dahinter. Und da hat man auch Haare. Und dann sage ich toll, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr meine Engel, meine Trösterchen, meine Kummer, Sorgenengel verteilen würdet. Ganz toll als Handpuppe auch zum Spielen oder zum Streicheln. Zum Trösten halt, ne? Zum Festhalten. Aufhänger kann man noch einziehen, wenn man möchte. Dann nimmt man einfach einen Faden und zieht den hier hinten durch am Hinterkopf. Dann kann man es auch aufhängen. Wie gesagt, ich fände es schön, wenn ihr es verbreitet. Noch viel, viel mehr findet man immer auf meiner Startseite in den Playlists. Wie gesagt, ansonsten wünsche ich dir eine sorgenfreie, wunderschöne, tolle Zeit. Und wenn die Sorgen zu dolle sind und es drückt einem dann nieder, das geht mir ja auch so, dann vielleicht an wirklich was ganz, ganz Tolles aus der Vergangenheit denken und sagen, das durfte ich erleben, das habe ich erlebt und das kann mir keiner nehmen. Vielleicht hilft das ein bisschen, wenigstens so ein Moment. Jetzt wünsche ich alles Gute mit meinen kleinen Schutzengeln, Trösterchen und, eure, deine Kerstin.